Moin Freunde, willkommen zum nächsten Video, zum dritten Teil der Serie, sage ich mal. In dem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ich schon die ersten Teile zusammenfüge. Und ja, ich denke auch, wie wir das ganze Teil schon fast zusammenbauen. Und ich würde sagen, ich nehme euch einfach mal so ein bisschen mit, wie ich was mache. Es geht auch darum, wie ich Teile zusammenfüge. Da gebe ich schon mal einen kleinen Tipp im Voraus. Weil viele haben mich gefragt, wie ich die Teile denn zusammenfüge, sage ich, ja, ich werde die einmal kleben, ja, und ich werde die mit dem 3D-Pen verschweißen. Ganz einfach. Das ist eigentlich eine richtig coole Idee, die auch richtig easy ist. Man kann wirklich quasi eine schöne Schweißnaht mit 3D-Pen machen und das werde ich euch auch zeigen. So ein bisschen knifflig wird es in dem Fahrgastraum. Weil ich möchte ja nicht die Außenhaut verletzen. Wenn ich jetzt hier eine Schicht ziehen soll, dann muss ich gucken, wie ich mit 3D-Pen quasi hier reinkomme. Ja? Aber das sind nur so die leichten, kniffligen Ecken. Bei den größeren Modellen, ja, da habe ich hier auch, glaube ich, irgendwo eine große Tür nachher. Da werde ich von hinten, man sieht es da, die Aussparung, mit dem 3D-Pen reinkommen. Und auch das ist machbar. Ja, also, dann nehme ich euch jetzt mal mit und wir sehen uns gleich wieder. So, hier habe ich meinen 3D-Pen, den werde ich jetzt mal anmachen. Den stelle ich mir tatsächlich auf AWS-Kunststoff, obwohl es nur PLA ist. Warum mache ich das? Damit ich das einfach in einer höheren Drucktemperatur drucken kann. Und dass sich das auch besser verbindet. Ich habe hier einfach so ein Restfilament, was mir auf der Rolle immer übrig bleibt. Das kann man super dafür verwenden. Und dann kann man das auch, denke ich, prima verschweißen. Jetzt warten wir, bis das Ding aufgeheizt hat. Was kostet so ein Stift? Leute, ein 20er bei Amazon. Den habe ich, glaube ich, mal aus dem Aldi gekauft oder aus dem Lidl hier. Und der hat mir schon so viele Sachen hier gemacht. Das ist einfach geil. So, jetzt ist er warm. Jetzt gucke ich, dass wir hier den Anfang reinkriegen. Und wir werden auch erstmal warten, bis das Schwarze da ist. So sieht das dann aus hier. Wir können hier die Geschwindigkeit mal ein bisschen einstellen. Dann geht das ein bisschen schneller. Na, jetzt kommt das schwarze Zeug. Jetzt werde ich mir hier meine ersten zwei Bauteile zusammenfügen. Da muss man so ein bisschen ruhig dabei bleiben. Am besten gut ist auch so, wenn man einen geraden Tisch hat, nicht so einen schrägen wie ich. Ich mache jetzt einfach nur erstmal hier einen Punkt hin. Oder vielmehr so einen Strich drüber. Dann kann man das zur Not nochmal trennen. Weil was mir wichtig ist, man kann da so ein bisschen Blatt drücken hier, wenn man jetzt so empfindlich ist, aber passt auf, das ist schon heiß. Ich kann aber jetzt hier nochmal schauen, ob das auch passt. Ja, das ist in Ordnung. Und dann werden wir das verschweißen. Ich werde auch gleich nochmal eine Kontrolle machen. Weil das soll ja auf den Unterbau passen und das will ich keine großartigen Überstände haben. Sonst muss ich nicht so viel schleifen. So, jetzt mache ich erstmal genau in die Fuge eine Naht. Und dann werde ich nachher das alles noch überlappen. So, einmal hier. Und einmal da. So ein 3D-Pen, wo man die Temperatur selber einstellen kann. Nicht nur ob PLA oder ABS wäre für mich gar nicht schlecht, weil ich würde es tatsächlich auch gerne noch heißer drucken. Da werde ich mir in Zukunft wahrscheinlich noch mal andere holen. Aber man sieht schon, das hält jetzt schon super. Ne? Das ist schon echt gut zusammen. Ob das hier noch drauf passt oder ob das zu schmal oder zu breit ist. Das sieht ganz gut aus. Wichtig hierbei ist, dass ihr nicht nur die Naht oben drauf legt, sondern dass ihr wirklich den Pen so ein bisschen auf das Plastik drückt, damit sich das wirklich auch verbindet, damit wir das andere Plastik auch so ein bisschen weich machen und dass die Verbindung einfach gut hergestellt ist. Sonst klebt das nur so ein bisschen, das macht natürlich auch keinen Sinn. Wir wollen ja nicht, dass das Ding auseinanderfliegt beim ersten Crash. Dann werde ich das jetzt mal verschweißen, das miteinander verschweißen. Aber ich werde euch dazu nicht mitnehmen, das wäre euch viel zu langweilig, deshalb sehen wir uns gleich wieder.
Freunde, als Chassis für den Unimog nehme ich einen Reedy Freeman. Hier sehe ich schon von vornherein, dass das noch ein Ticken tiefer muss. Ich werde wahrscheinlich das ausschneiden, diese zwei Stoßdämpfer hier ausschneiden, um hier noch tiefer zu kommen, weil das ist mir einfach zu hoch. Das ist mir eigentlich auch noch ein bisschen zu hoch. Das sollte eher so sitzen. Wobei, das könnte schon fast passen. Ja, Freunde, um was auszuschneiden, nämlich beim Filament tatsächlich den Lötkolben, weil das einfach am besten funktioniert. Und warum funktioniert das am besten? Weil wir quasi die Schnittkante gleich wieder verschweißen. Und dann kann ich meine Karosserie am Chassis anpassen. So, das sind die Löcher. Ich muss leider ein paar Abstriche machen. Ich glaube, die Druckdatei waren für den TRX4 bestimmt. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das da passen würde. Aber ich muss mir hier quasi... Ja, das passt hundertprozentig. Ich muss mir hier quasi das Zeug hier reinholen, wobei aber das meiste nachher im Armaturenbrett quasi verschwindet. Das muss ich dann natürlich gewissermaßen dann halt auch noch ausschneiden hier unten. Nun ja, ich habe hier noch was bauen müssen. Das habe ich mir ausgemessen, habe es mir gezeichnet. Und hier nehme ich einfach, ja, die hatte ich noch rumfliegen. Da habe ich mir dran geschraubt und zwar kommen die jetzt hier als Fronthalter rein. Da habe ich vor, dass diese hier oben hier bündig sind. Da werde ich mir hier noch ein Loch durchbohren. Dann habe ich hier quasi meine Karo-Befestigung. Schön Spachtelmasse anrühren. Was nehme ich dafür? Stinknormale Füllspachtel fürs Auto. So. Die ist schon etwas älter, weil ich die schon öfters benutzt habe. Für diverse Sachen. Bei solchen Aktionen rührt euch nicht so viel an, das unterschätzt man gerne. Dann hat man einen Haufen übrig. Und das ist ja jetzt auch nicht das Billigste hier. Ich mache jetzt mal hier so zwei Spachteldinger, dann kommt die Dose auch wieder zu. Und nur so eine kleine Wurst quasi dabei, das schickt. Das mache ich immer so ein bisschen nach Gefühl. Und dann muss man das so richtig schön vermischen. Wenn ihr das nicht richtig macht, habt ihr Ecken nachher, die ewig brauchen, bis sie trocken sind. Und das ist einfach Mist. Ich mache hier auch noch ein bisschen mehr dazu, das ist mir noch ein bisschen wenig. So. Da muss man das wirklich richtig gut rühren. Dann einfach mal so da drauf losschmieren, abziehen. Und dann kann man das nachher richtig schön beischleifen. So, Freunde, die Karre ist gespachtelt. Die Tür nur ganz fein. Es wird dann nachher, wenn es getrocknet ist, abgeschliffen. So, der Kern ist komplett abgeschliffen. Jetzt kommt doch mal die erste Grundierung dann drauf. Die Stoßstangen und sowas hier habe ich extra nicht angeschliffen, weil die einfach die Struktur behalten sollen von der Oberfläche. So, die erste Grundierung ist drauf, dann wollen wir das doch mal trocknen lassen, dann nass schleifen, dann nochmal grundieren, dann nass schleifen, dann nochmal grundieren und dann werde ich es lackieren. Die Lackierung ist fertig, die Oberfläche ist doch noch ein bisschen rau, ich habe gehofft, sie ist nicht mehr ganz so rau, aber hier irgendwie passt das wieder mal super, wie beim T3 Bus, bei den alten Fahrzeugen passt das irgendwie geil. Ich habe jetzt hier die Frontstoßstange und
die Rathausschale auch schwarz gemacht. Sieht irgendwie besser aus. Ja, und beim Rest werde ich euch nicht mitnehmen. Ansonsten ist der Überraschungseffekt weg. Ihr werdet jetzt das Ergebnis sehen, wenn er fertig ist. Ja, Freunde, der Unimog ist fertig. So sieht er jetzt aus. Ganz kurz zu dem Fahrwerk. Aktuell hat er vom Federweg her relativ weit. Und von der Verschränkung her, damit man das sehen kann, ja, hier fängt er dann an zu kippen. Das ist vollkommen ausreichend. Ja, wo ich nicht so gut drin bin, ist im Lackieren. Aber irgendwie passt das glücklicherweise der Karre. Ganz kurz noch zu den Details. Ich habe hier noch LEDs eingebaut. Einmal da zwei, einmal da zwei und auch hier oben. Da knallt jetzt so die Sonne drauf, dass man das gar nicht leuchten sieht. Ja, und ansonsten habe ich halt überall so ein paar kleine Aufkleber angebracht. Hier oben Photovoltaikplatten. Das sind tatsächlich echte Module. Da habe ich auch überlegt, ob man damit irgendwas machen kann. Habe ich aber erstmal blind drauf gesetzt. Da habe ich mir auch zwei Lämpchen noch gebaut, einmal da und einmal da, jeweils mit zwei LEDs. Wenn ihr euch die Druckdatei runterladet, bei Kunst 3D, ich glaube für 15 Euro oder so, da müsst ihr darauf achten, da sind keine Rückleuchten dabei, da sind keine Karosseriehalter dabei, sowas ist alles selber quasi angefertigt. Das kann ich euch auch noch mal kurz zeigen jetzt. An der Stelle zwei Halter dran geschraubt, habe mir hinten das Heck ein bisschen umgebaut von meinem Chassis. Und dann konnte ich es da reinstecken und festmachen. Auch mit Klammern einfach, jetzt von hier einfach. Ja. Ähnlich sieht es vorne aus. Kann ich auch noch mal kurz zeigen. Einmal hier, einmal da. Ja, was hier jetzt noch fehlt, ist die Seilwinde. Die kommt noch rein. Das Fahrwerk an sich, das werde ich noch ein bisschen straffer machen. Wobei ich das vom Fahrverhalten schon geil finde eigentlich. Ja, aber damit man eben mal seht, wie weich das ist, ne? Das ist schon echt weich. Ja, Details habe ich auch ein bisschen was versucht reinzuarbeiten, wie eine Flasche oder so eine Kamera oder das Skateboard oder den Rucksack oder die Gitarre oder hier einfach von Zurück in die Zukunft, unser Mensch hier. Ja, das Armaturenbrett. Und man hat auch Türpappen. Vielleicht sieht man das von hier. Die Scheibe ist leider so ein bisschen, wenn man das klebt und der Kleber trocknet, entsteht da so ein Dampf und der setzt sich auf die Scheibe ab. Ich muss mal gucken, wie ich das von innen noch irgendwie ein bisschen sauber kriege. Ja, aber der Kollege hier sitzt da und hier hinten wollte ich euch eigentlich mal zeigen, die Türpappen, ja. Ja, das ist in Ordnung, so kann man das lassen. Dann würde ich sagen, freut euch auf das erste Fahrvideo. Ich hänge schon mal ein kurzes Fahrvideo hinten dran und würde sagen, haut rein, macht's gut, bleibt alle gesund.